Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge der FIFA 21 Karriere mit 1860 München. Und heute starten wir rein in das erste Spiel der neuen Saison. Wir starten also rein in die zweite Bundesliga und das hier direkt mit einem richtigen Kracherspiel gegen Bielefeld. Ja, auf jeden Fall ein Gegner, sag ich mal, den wir nicht unterschätzen dürfen. Eine Mannschaft, die ja gerade erst aus der Bundesliga wieder abgestiegen ist. Das heißt, hier Absteiger gegen Aufsteiger. Ja, aber ich sehe die natürlich schon klar favorisiert. Nichtsdestotrotz fangen wir aber trotzdem heute hier an. Erstmal mit den Transfers. Ich habe in der letzten Folge gefragt, welchen der freien Spieler ja, wir holen sollen. Es gab unterschiedliche Meinungen. Behrens wurde gesagt, könnten wir holen. Oder eben Baliou. Das heißt, da es unterschiedliche Meinungen gibt, habe ich es jetzt einfach entschieden und ich habe mich für Baliou entschieden. Ich glaube, er bringt uns einfach in einer zweiten Liga, wo wir zu den deutlich schlechteren Mannschaften gehören, ein bisschen mehr. Ist da einfach ein Spieler, der uns wirklich noch ein neues Level hebt, gerade auf der Rechtsverteidigerposition, wo ich eh unbedingt noch was tun wollte. Klar, Hanno Behrens wäre geil gewesen, einfach so als eine Legende, muss man fast sagen, als ein erfahrener Mann, der auch zwei Liga-Erfahrung hat. Aber er ist einfach auf einer Position, wo wir nicht unbedingt Spieler brauchen. Deswegen würde ich mal in die Verhandlungen mit Baliou reinstarten und vielleicht können wir ja somit unseren ersten Spieler für die neue Saison hier verpflichten. Wir konnten uns hier mit Baliou einigen. Damit haben wir jetzt den ersten Spieler für die neue Saison verpflichtet und ich denke, damit haben wir unsere Mannschaft auf jeden Fall auf der Rechtsverteidigerposition nochmal deutlich verstärkt. Jetzt haben wir noch knapp über 3 Millionen und noch ein paar wenige Planstellen, die wir vielleicht noch schließen sollten. Eine Position, die wir auf jeden Fall vielleicht noch verstärken sollten, ist der Stürmer. Da haben wir ja aktuell eigentlich nur unseren Top-Scorer und halt Sascha Mölders. Das heißt, ja, ich hätte gerne schon noch einen Backup, den ich ein bisschen mehr in der zweiten Liga vertraue als Mölders. Und da ist mir ein Spieler, den wir letztes Jahr schon gescoutet hatten, aufgefallen. Armin Saar sieht richtig gut aus. Gute Werte auch, was die Physis angeht. Relativ großer Junge. Schwede ist er, 20 Jahre alt. Passt auch ganz gut, ich lerne gerade für mein Studium Schwedisch, also ich kann mich dann mit ihm unterhalten. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Mann, den ich jetzt mal versuchen würde, für die Stürmerposition als Backup zu verpflichten. Und wir konnten uns hier sogar auf eine sehr humane Ablösesumme einigen. 1,65 Millionen gerade mal, eine Weiterverkaufsgebühr von 7%. Aber wenn er einen Marktwert von 1,7 hat, ist das halt richtig gut. Dann können wir für jetzt nochmal knapp über 2 Millionen auch noch einen Innenverteidiger verpflichten. Also ja, die Transferverhandlungen laufen bisher alle relativ gut. Und auch mit dem Spieler konnten wir uns hier einigen. Gehalt, denke ich, ist auch absolut okay für einen Zweitligisten wie uns. Dementsprechend haben wir unseren zweiten Spieler jetzt hier verpflichtet. Armin Saar kommt jetzt also mit einem 5-Jahres-Vertrag hier zu uns. Und da wollen wir mal schauen, was der uns hier so bringen kann in der neuen Saison. Nachdem wir uns jetzt zuerst bei den freien Spielern bedient haben, dann in der schwedischen Liga, wollen wir jetzt mal noch vielleicht in die dritte Liga gehen. Und zwar brauchen wir noch einen Innenverteidiger. Und da habe ich jetzt sozusagen zwei Spieler, die ich sehr interessant finde. Zum einen eben ihn hier, Robin Bournemouth, gerade abgestiegen mit dem KSC aus der zweiten in die dritte Liga. Das heißt, ist es ein sehr realistischer Transfer, muss man sagen, dass er zurück in die zweite Liga geht, hier zu einem Aufsteiger. Und uns würde er ja wahrscheinlich auch auf jeden Fall weiterhelfen. Ich glaube, der hat sogar ein 73er Potenzial oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, er wird sich auf jeden Fall besser entwickeln als Salga. Andererseits fände ich auch Omar Rekik richtig interessant. Der dürfte aber ein gutes Stück teurer sein, hat natürlich deutlich, deutlich mehr Potenzial, ist aber dafür natürlich auch ein bisschen schlechter jetzt schon. Also noch ein bisschen schlechter, nicht schon. Ich will aber eigentlich eher auf Robin Bournemouth gehen, weil ich das einfach für einen sehr, sehr realistischen Transfer halte, gerade für einen Aufsteiger, der jetzt ja versucht, eben kleine Brötchen zu backen, Spieler zu holen, die relativ billig sind. Und er ist auf jeden Fall jemand, den man für relativ wenig Geld kriegt, der uns aber in der Qualität nochmal weiterhelfen kann. Deswegen würde ich sagen, wir starten hier rein in die nächsten Verhandlungen und schauen mal, ob wir jetzt auch noch einen Innenverteidiger verpflichten können. Und wir konnten uns hier direkt einigen. 1,5 Millionen zahlen wir Karlsruhe für ihren Spieler. Ich denke, das ist ein Preis, mit dem beide Parteien leben können. Wir konnten uns also hier jetzt auch mit ihm persönlich bzw. seinem Berater einigen. Damit verpflichten wir den nächsten Spieler. Er bekommt einen 4-Jahres-Vertrag und wird jetzt bei uns die Innenverteidigung besetzen. Dann bleibt jetzt für mich nur noch genau eine Planstelle offen und das ist mal wieder die des Backup-Keepers. Wir hatten da schon letztes Jahr ja einen Spieler ausgeliehen für und ich denke, das ist auch auf jeden Fall das Beste, was wir diese Saison wieder tun können. Im Endeffekt brauchen wir aber jemanden, der da einfach nochmal ein bisschen hinter Hiller, ja, eventuell ein bisschen Druck macht, aber er halt dafür da ist, falls er sich mal verletzen sollte. Da haben wir jetzt aktuell nur den einen aus unserer Jugendmannschaft, der hat halt eine 52 oder sowas. Das ist ein bisschen schlecht, deswegen würde ich jetzt versuchen, Luca Unbehauen
Unbehauen heißt er, von Borussia Dortmund hier zu verpflichten. Natürlich nicht kaufen, das können wir uns aktuell auch, muss man ganz klar sagen, nicht leisten. Gut, never mind, dann versuchen wir es mit Palmowski von Hertha. Will er zu uns kommen? Ja, da können wir zumindest schon mal verhandeln. Mal schauen, ob wir uns da mit ihm einigen können. Mit Hertha konnten wir uns schon mal einigen. Jetzt müssen wir halt nur abwarten, ob er dann auch zu uns kommt. Das ist ja immer so eine Sache. Allerdings sind wir jetzt ja ein Zweitligist und eigentlich ist es möglich, Spieler aus der ersten Bundesliga zu leihen, wenn man Zweitligist ist. Aber wir warten es mal ab. Jetzt steht hier aber das erste Spiel der neuen Saison an. Es geht gegen Arminia Bielefeld. Ja, wie gesagt, wird ein richtig, richtig schweres Spiel. Absteiger aus der Bundesliga. Von der Mannschaft her dürften die deutlich, deutlich besser sein als wir. Aber wir haben jetzt extra die Transfers so gemacht, dass wir sie vor dem Spiel schon haben, um eben unsere Mannschaft hier ein bisschen zu verbessern. Wir schauen mal ganz kurz rein, wie denn unsere Mannschaft jetzt eigentlich aussieht. Also ihr seht schon, in der Innenverteidigung gibt es jetzt eine neue Innenverteidigung. Bella Kotschop und Bournemouth spielen da. Dafür natürlich Salga raus. Er ist kein schlechter Innenverteidiger, aber die beiden sind einfach ein bisschen besser, beziehungsweise Bella Kotschop hat das größere Potenzial. Auf der Rechtsverteidigerposition ganz klar, Baliou ist da jetzt gesetzt, ohne Frage. Steinhardt bleibt links. Im Mittelfeld ist jetzt halt leider Wein ZDM und nicht mehr im Mittelfeld, deswegen rückt Dressel rein, weil ja leider Figuera noch verletzt ist. Sobald er wieder fit ist, kommt er natürlich wieder da rein und dann ist Dressel draußen aus der Mannschaft. Ansonsten vorne bleibt eigentlich alles gleich. Ja, theoretisch könnte man Lex jetzt noch mit Prott wechseln, das müssen wir mal gucken. Ich denke, da werden wir jedes Spiel wieder neu entscheiden und ein bisschen rotieren, weil beide einfach Einsatzzeit brauchen. Jetzt geben wir natürlich erstmal dem erfahrenen Lex im ersten Spiel die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und im Sturm haben wir Bertram, ganz klar. Ja, da kann man ganz klar sagen, muss man auch ein bisschen rotieren. Ich denke, Saar wird auch seine Einsatzzeiten die Saison bekommen wollen und müssen. Der wird natürlich auch seine Einsatzzeiten kriegen. Ansonsten bin ich aber schon sehr zufrieden mit der Mannschaft und ich würde auch sagen, wir können direkt mit dieser Aufstellung hier reinstarten ins erste Spiel dieser Zweitligasaison. Wir sehen uns hier gleich wieder bei unserem ersten Heimspiel in dieser Saison. Herzlich willkommen hier im Grünwalder Stadion. 1860 München ist offiziell zurück hier in der zweiten Bundesliga und heute geht es hier gegen Arminia Bielefeld. Das dürfte ein richtig schweres Spiel werden hier für uns, direkt am Anfang der neuen Saison. Wir treffen da auf eine Mannschaft, die in der Bundesliga gespielt hat und somit natürlich auch Spieler hat, die Bundesliga-Niveau haben. Ja, vielleicht nicht ganz, sie sind abgestiegen, aber auf jeden Fall ist die Mannschaft besser aufgestellt als wir. Wir haben aber gut eingekauft, denke ich. Wir haben von der Mannschaft her durchaus nochmal einen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zu unserem letztjährigen Kader. Das heißt, ich denke, wir werden hier schon eine gute Rolle mitspielen. Würde mich aber nicht wundern, wenn wir hier heute nichts mitnehmen zum Anfang der Saison. Aber wir werden natürlich alles geben und schauen einfach mal, wie wir uns hier heute schlagen. Bertram geht da direkt mal durch. Will er direkt weitermachen wie der letzte Saison. Und wie er das will. Wir gehen hier nach 4 Minuten in Führung. Und es ist natürlich Bertram, der hier direkt wieder trifft. Aber klar, der kommt aus so einer kranken Saison. Der will natürlich direkt daran anschließen und das tut er hier. Wir gehen hier also direkt früh in Führung. Ja, mal wieder durch ein Bertram-Tor. Aber bisher, ja gut, natürlich kann man jetzt nicht viel über das Spiel sagen, aber wir starten hier hervorragend unsere Zweitligasaison. Bielefeld jetzt hier gefährlich im Strafraum. Und auch mit ihrer ersten Chance treffen sie hier direkt zum 1:1. Damit ist das Spiel wieder vollkommen ausgeglichen und generell ist es auch ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ja, wir hatten halt Glück mit unserer ersten Chance, dass wir direkt so einfach durchgekommen sind mit Bertram. Aber alles in allem, wie gesagt, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Jetzt hier das verdiente 1:1, würde ich sagen. Jetzt muss man natürlich mal schauen, in welche Richtung kippt das Spiel jetzt. Bielefeld hier vielleicht mit der nächsten guten Chance. Boah, das war stark gespielt, das war stark gespielt. Ich hatte mit dem Schuss gerechnet, deswegen auch die Grätsche, aber den legt er dann nochmal perfekt rüber. Und somit jetzt hier 2:1, ja, für die schon, denke ich, auch klar favorisierten Bielefelder. Ja, also mal gucken. Eigentlich war weiterhin gut im Spiel. Es ist nicht so, dass Bielefeld uns hier an die Wand spielt, aber ja, die individuelle Klasse hier mit der Ballrolle und dann einfach der schöne Querleger. Ja, da setzt sich dann halt die individuelle Klasse ein bisschen durch. Lex schickt Bertram. Bertram ist wieder frei durch. Aber Ortega hält da richtig stark. Aber wir bleiben hier weiter am Ball. Wir zeigen auf jeden Fall, dass wir hier durchaus mitspielen können. Aber ich glaube, war der gehalten? Ja, ich meine, der war schon gehalten. Und damit ist hier die erste Halbzeit auch vorbei. Wir gehen also mit dem 2:1 Rückstand hier in die Halbzeit. Ich denke aber, dass an der zweiten Halbzeit auf jeden Fall noch was möglich ist. Beide Mannschaften zeigen hier durchaus eine ansprechende Leistung. Gerade wenn man denkt, dass die einen natürlich aus einer guten Hochkommen wie wir, die gerade aufgestiegen sind und Meister geworden sind. Und im Gegensatz natürlich die Bielefelder, die abgestiegen sind. Da ist schon Mannschaften, sag ich mal, in einem Gegensatz, wirklich Gegensätze, die sich da aufeinandertreffen heute. Aber alles in allem denke ich, dass hier in der zweiten Halbzeit für beide Seiten noch sehr, sehr viel möglich sein könnte. Und jetzt hier das 3:1. Direkt
nach der Halbzeit. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der so gefährlich kommt plötzlich. Und dann ist er einfach drin, aus dem Nichts. Geht hier jetzt Bielefeld mit 3:1 in Führung. Jetzt wird es natürlich richtig schwer für uns, hier noch was zu machen. Gerade noch darüber geredet, dass es möglich sein könnte hier noch. Aber dann sowas. Boah. Dann leitet der den mit einem Fallrückzieher direkt in den Lauf weiter. Ja, wie ich schon gesagt habe, die individuelle Klasse zeigt sich jetzt hier einfach so ein bisschen. Das ist jetzt hier das, was das Spiel aktuell so ein wenig entscheidet. Steinhardt hat da mal ein bisschen Platz. Schöner Ball jetzt hier rüber auf Lex. Aber den kriegt er leider nicht aufs Tor. Aber das war tatsächlich die erste, ja, überhaupt halbwegs gefährliche Annäherung ans Tor von uns hier in der zweiten Halbzeit. Bielefeld gefährlich. Wieder gut gespielt. Aber sie treffen hier nur den Pfosten zum Glück. Ja, also wie gesagt, sie sind jetzt hier doch deutlich die beste Mannschaft in der zweiten Halbzeit leider. Da können wir jetzt gerade nicht mehr so richtig mithalten. Ist natürlich schade, aber ist auch zu erwarten. Bielefeld kein Gegner, gegen den wir unbedingt gewinnen müssen. Prott mit einem schönen Ball hier auf Saar. Der ist ganz neu eingewechselt und trifft hier direkt zum 3:2. Jawohl, Co-Produktion von den beiden Eingewechselten, Prott und Saar. Ah, schön gespielt, muss man hier sagen. Der Pass, ja, gut gemacht. Und sah dann natürlich mit seinem Tempo, ist er da und macht das Ding hier eiskalt rein. Ja, wir haben jetzt tatsächlich noch eine Chance hier. Ein Tor noch und wir hätten hier einen Ausgleich geschafft. Bournemouth ist da frei. Schießt einfach mal. Aber, ja, als Innenverteidiger hat man da vielleicht nicht den besten Schuss. Das sieht man hier, der war jetzt nicht so richtig gefährlich. Baliu hat da viel Platz. Auf rechts geht er in den Strafraum rein und er macht das Ding rein. 3:3 in der 81. Minute. Plötzlich ist hier wieder alles offen und wir können das Spiel tatsächlich noch gewinnen. Da sieht man mal, was eine gute Bank bringen kann. Also gerade die Reinnahmen von Saar und Prott, die waren die, die jetzt hier das Spiel wirklich nochmal mit Fahrt belebt haben. Und jetzt hier unser neuer Rechtsverteidiger mit direkt seinem ersten Tor im ersten Spiel. Jetzt hier aber nochmal Bielefeld mit der Chance und dem 4:3. Ey, wir haben uns so geil zurückgekämpft hier ins Spiel. Und dann kriegen wir hier kurz vor Schluss doch noch das 4:3. Ja, es ist nicht unverdient, muss man auch sagen. Aber dennoch ist natürlich ärgerlich, wenn man sich so zurückkämpft und dann jetzt hier das Spiel noch so aus der Hand gibt. Ja, ärgerlich. Aber wir haben noch ein bisschen. Vielleicht schaffen wir ja auch nochmal noch ein Wunder. Und damit ist das Spiel jetzt hier leider aus. Wir verlieren am Ende mit 4:3. Ich denke aber, man kann aus dem Spiel auf jeden Fall mitnehmen, dass wir in der zweiten Liga auf jeden Fall unseren Platz verdient haben. Wir haben eine super Leistung gezeigt. Auch die ganzen Neuzugänge haben super gespielt. Und man muss einfach ganz klar sagen, wir waren in dem Spiel nicht die Favoriten. Wir waren nicht die, die das Spiel unbedingt gewinnen mussten. Das waren die Bielefelder. Sie haben am Ende gewonnen. Aber ich denke, wir haben ihnen trotzdem einen richtig guten Fight geliefert. Haben gezeigt, dass wir in der zweiten Liga eben, ja, nicht nur die Mannschaft sind, die eben am Ende absteigen wird. Sondern wir wollen da richtig was mitnehmen. Und am besten, ja, so ein Mittelplatz. Mittelfeldplatz würde ich schon anstreben, dass wir den irgendwie erreichen. Was wir nochmal gucken müssen, ist Neudecker. Der hatte sich verletzt während des Spiels. Konnte zwar weiterspielen. Aber da müssen wir mal abwarten, wie lange der ausfällt. Wenn der jetzt auch noch ausfallen sollte, dann wäre es natürlich im Mittelfeld langsam eine sehr, sehr, ja, langsam wird es eine Schwachstelle, wenn da noch einer ausfallen würde. Zweimal schlechte Nachrichten hier für uns. Neudecker fällt für 4 Wochen aus. Damit ist er nach Figuera der zweite ganz, ganz wichtige Mittelfeldspieler, der für uns ausfällt. Ich glaube, Figuera fällt noch 2 Monate aus, glaube ich, sind es. Und er jetzt nochmal einen Monat. Also wir haben jetzt im Endeffekt im Mittelfeld wirklich ein bisschen einen Engpass. Klar, wir haben da noch Spieler, ne? So ist nicht. Filipovic haben wir da noch und Erdmann. Aber natürlich, von der Gesamtstärke her ist das natürlich schon ein Abfall. Und die zweite negative Nachricht ist, dass Palmowski die Leihe leider abgelehnt hat und nicht zu uns kommen wird. Das heißt, wir müssen nochmal gucken, wo wir unseren Backup-Keeper herkriegen. Fabian Greininger wurde jetzt offiziell für ein Jahr nach Paderborn ausgeliehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er sich da richtig gut entwickeln kann. Ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass der, wenn er wiederkommt, bei uns eine Stammkraft sein könnte, weil ich habe das Gefühl, in diesem Fieber sind Laien sehr, sehr stark. Jetzt haben wir noch ein Transferangebot für Dennis Erdmann. Normalerweise würde ich das auf jeden Fall annehmen. Dadurch, dass wir jetzt aber 2 verletzte Leute im zentralen Mittelfeld haben, brauchen wir ihn. Deswegen werde ich ihn jetzt erstmal ablehnen. Falls die 2 dann wieder fit werden und wir dann im Winter nochmal ein Angebot kriegen, werde ich Erdmann aber auf jeden Fall verkaufen. Wir haben ja noch ein Leihangebot für Zapata bekommen, unseren Jugendspieler fürs ZUM. Ihn werde ich auf jeden Fall verleihen. Müssen wir mal gucken, sie hat eine Leihe mit Kaufoption vorgeschlagen, das will ich nicht. Mal schauen, ob sie es auch so annehmen. Ja, sie haben sich dafür entschieden, es tatsächlich anzunehmen. Somit werden wir ihn jetzt nach Tokio für ein Jahr verleihen und auch er kann da vielleicht ein wenig Spielzeit sammeln.
für uns. Würde jetzt hier das nächste Spiel anstehen, dieses Mal gegen Darmstadt. Auch eine Mannschaft, die relativ hoch einzuschätzen ist in der zweiten Liga, würde ich sagen. Wir können natürlich mal ganz kurz gucken, wie die sich eigentlich geschlagen haben. Alter, Berlin ist abgestiegen? Berlin ist abgestiegen, Alter. Das ist ja auch geil, ey. Die haben doch einen kranken Kader in FIFA und damit sind die abgestiegen? Naja gut, warum nicht? Aber die Darmstädter haben auf jeden Fall ihr erstes Spiel gewonnen. Ja, habe ich auch erwartet, die sind einfach gut. Wird schwer dazu gewinnen. Was ich jetzt nochmal ganz kurz angehen möchte, ist das, was wir jetzt nämlich für einen Fall haben. Wir haben ja den Fall, ja, dass wir relativ viele Ausfälle haben, muss man ja ganz klar, glaube ich, so sagen. Relativ viele Spieler sind aktuell verletzt, was das Mittelfeld angeht. Wir haben da jetzt allerdings, wie gesagt, noch zwei Spieler. Wir haben Erdmann mit einer 64 und wir haben, wie heißt der denn jetzt, mit F irgendwas? Auf jeden Fall unseren Jungen aus der eigenen Jugend mit einer 62. Aber wir haben natürlich jetzt 4 Wochen oder dementsprechend 4 Spiele, wo Neudecker ausfällt und dann nochmal länger, wie Figuera ausfällt. Und wir hätten jetzt natürlich die Möglichkeit, da noch was zu tun. Natürlich nur Freispieler, weil für alles andere haben wir kein Geld. Aber wir könnten jetzt natürlich eine Notlösung nehmen und, sag ich mal, Hanno Behrens oder Papa Nikolaou holen. Finde ich beide ganz interessant. Das Ding ist nur natürlich, ich habe mir eigentlich die Regel gesetzt, wir holen maximal einen alten freien Spieler. Deswegen würde ich Hanno Behrens eher ungern holen, weil wir dann eben noch einen alten holen. Wir könnten aber natürlich sagen, wir holen Papa Nikolaou. Der ist halt deutlich jünger. Der ist gerade mal 22 Jahre alt. Das wäre, sag ich mal, eine Art Talent, dem wir nochmal eine Chance geben würden. Der hat auch ganz gute Werte. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Den könnten wir halt theoretisch holen. Der hat halt aber nur eine Bewertung, sag ich mal, mehr als Erdmann. Das heißt, ja, er bringt uns was. Er bringt uns aber nicht, eigentlich nur, solange die Leute verletzt sind, was. Danach dann wieder nicht. Das ist halt die Frage, ob man dann wirklich jemanden holen will oder ob man da nicht einfach sagt, ja, dann spielen wir jetzt halt ja unsere 4 Wochen eben mit Filipovic, genau, oder Erdmann im Mittelfeld. Das wäre ja auch wirklich, ey, ohne Frage machbar. Ist natürlich dann ein deutlicher Leistungsabfall, muss man sagen. Die sind deutlich schlechter. Ja gut, theoretisch könnten wir auch Salga noch ein ZDM vorziehen. Das würde auch noch gehen. Ja, also eigentlich müssen wir nichts mehr machen, aber ihr könnt mir ja trotzdem mal in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass wir vielleicht noch einen von den beiden holen sollten. Wobei ich dazu tendiere, eigentlich nichts mehr zu machen. Einfach zu gucken, dass wir das mit den Leuten, die wir haben, eben auffangen. Ich würde aber auch sagen, dass dann das hier für diese Folge war. Freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier einfach wieder in der Fußballzentrale.